Also für die Administration und Verwaltung eines Klinikums dieser Dimension ist ungefähr ein Drittel der Mitarbeiter damit beschäftigt, eben den Betrieb um den Patienten, um die Ärzte, um die Pflege herum zu organisieren. Die technische Instandhaltung ist tatsächlich komplett umfassend. Alles, was wir so unter dem Dach haben, was wir unter dem Keller haben, alles, was sich hinter Wänden befindet und gepflegt und instand gehalten und betrieben werden muss. Die ganzen technischen Einrichtungen im Gebäude, die unterteilen wir im Wesentlichen so nach Maschinentechnik und Elektrotechnik. Und das sind hochkomplexe Anlagen, die man so eigentlich, sagen wir mal, außer vielleicht im Kernkraftwerk nicht leicht findet. Und Krankenhaustechnik, das ist so schon, also für mich ist es irgendwie die Königsdisziplin der Gebäudetechnik, würde ich so sagen. Also ganz toll finde ich den Umgang mit den Menschen. Es sind tolle Techniker hier an Bord und das gefällt mir auch. Ich bin Techniker-Ingenieur, finde ich klasse. Und muss auch sagen, es ist kein Tag wie ein anderer. Also es ist so, wir sollten immer viel Instandhaltung, Wartung, Kontrollgänge machen etc. Aber dann kommen wieder Störungen, die einen richtig herausfordern. Und da das Team zu spüren, der Zusammenhalt, die Zusammenarbeit, finde ich richtig klasse. Also es ist schon so, dass die Verantwortung für Patienten, die spürt man im krankenhaustechnischen Betrieb. Zum Beispiel, ich sage mal, aus der Gasversorgungsanlage, da hinten steht ein Tank, wird tatsächlich der Patient beatmet. Das heißt, wenn wir an dieser Anlage etwas tun, müssen wir sehr sorgfältig sein, damit, ich sage mal, am Patientenbett da nichts passiert. Die Technik schreitet fort, die neuesten Techniken kommen rein. Wir müssen die Mitarbeiter da auch mitnehmen, schulen, informieren, dahin führen, das gut zu betreuen. Das ist eine Aufgabe, Entwicklungsaufgabe und ja, Ingenieur baut und entwickelt einfach gerne. Wir hätten sehr gerne gut qualifizierte Handwerker, Meister, Techniker, ab und an auch Ingenieure, die bereit sind, sozusagen nochmal im Krankenhaus speziell sich auf dieses Niveau einzulassen. Für den, der sich hier interessiert für uns, sehe ich durchaus großes Entwicklungspotenzial. Vom Handwerker zum speziellen Handwerker, vom Technikermeister zum leitenden Technikermeister, vom Ingenieur tatsächlich zum Krankenhausspezialisten. Und natürlich bieten wir oder sind wir gerade in der Entwicklung, Ausbildungsplätze möchten wir anbieten. Wir möchten Weiterentwicklungsperspektiven für Facharbeiter, die sich weiterqualifizieren, weiterhin anbieten. Also wir möchten hier die guten Fachkräfte, die wir finden, natürlich speziell die auch so weit entwickeln, dass die Uniklinik optimal begleiten. Das ist unser Ziel.